August ist der letzte Monat mit Season 1 und somit verbleiben noch 4 weitere Wochen für diese Season mit wöchentlichen Missionen. Um den Battle Pass Grind mal kurz anzuschneiden, ich bin aktuell auf Battle Pass Stufe 81 und habe bisher alle 8 Wochen mit wöchentlichen Missionen erfolgreich abgeschlossen. Mittlerweile brauche ich fast 10.000 Erfahrungspunkte für einen Battle Pass Punkt und davon braucht man 10, um eine Stufe im Pass voranzukommen. Da die Battle Pass Punkte bei den wöchentlichen Missionen gleich bleiben, kann man sich ganz gut ausrechnen, wie viele Punkte man pro Woche für die Missionen bekommt und somit auch, wie viele Stufen man potenziell erspielen kann. 49 Punkte pro Woche plus 1 bis 2 Punkte für jede Runde, da wären das bei mir ca. 5 bis 7 Stufen, die ich jede Woche im Pass aufsteigen kann, sofern ich alle Missionen mitnehme, je nachdem wie viel ich die Woche spiele. Mit 4 Wochen, die noch übrig sind, sollte der Pass also noch machbar sein, wobei die XP pro Punkt ja nochmal nach oben gehen mit jeder neuen Stufe. Schauen wir also mal, wie viele extra Runden ich vielleicht noch spielen muss. It's been 84 years. Die Missionen sind übrigens für viele teilweise voll der Krampf und aus meiner Sicht stören sie zu stark den eigentlichen Spielfluss. Dice schießt sich immer wieder selbst ins Bein. Das erkennt man ganz schön an Missionen wie: Erziele einen Headshot mit einem Scharfschützengewehr. Und gerade am Anfang der Woche, wenn es dann wieder losgeht, dauert es nicht lange, geht mal eine Runde rein und sofort seht ihr jeden mit einem Scharfschützengewehr rumlaufen. Ein anderes Thema, was ich kurz anschneiden möchte: Preisgestaltung im Ingame-Shop. Schaut euch mal dieses Bundle hier an und auch den Preis für 1750 Coins. Und jetzt schaut euch mal dieses Bundle an, welches für den gleichen Preis im Shop existiert. Also ich meine, ich glaube, mehr brauche ich eigentlich gar nicht dazu sagen, oder? Kommen wir zum Content für den August. Hier wird es einige Änderungen geben, wie beispielsweise endlich eine Abschwächung der Shotguns auf hohe Distanzen. Auch die K30 soll abgeschwächt werden, allerdings auf kurze Distanzen. Dice, warum? Es ging bei der K30 immer um Schaden auf mittlere Distanzen. Der soll abgeschwächt werden, nicht auf kurze Distanzen. Das ist eine Maschinenpistole, so funktioniert der Gerät in Shooter-Games. Woran halt ihr lehn? Weiter geht es mit der Map Kaleidoskop, denn diese soll endlich als überarbeitete Version ins Spiel kommen. Mit wesentlich mehr Deckung, neu positionierten Eroberungspunkten, die teilweise komplett neu gestaltet wurden und mehr Atmosphäre, die einem Kriegsschauplatz gleicht. Ich hoffe an dieser Stelle wirklich, dass es sich dabei nicht nur um das Videomaterial von vor 2 Monaten handelt, sondern dass DICE weiterhin auch mehr daran gemacht hat. Spezialisten bekommen ebenfalls im August ihr neues Aussehen. Ob hier alle Spezialisten überarbeitet werden, glaube ich allerdings nicht. Bisher waren von offizieller Seite nur folgende zu sehen, aber es ist wohl von mehr als 4 Spezialisten die Rede. Zuerst Maria Falk, sieht jetzt nicht mehr aus, als ob sie in Frührente geht. Allerdings weiß ich immer noch nicht, was ich von dem Aussehen halten soll. Wieso eigentlich nicht genau so, wie es im Concept Art von Anfang an dargestellt wurde? McKay ist als nächstes dran, dem wächst jetzt ein Bart und ein Halstuch hat er auch. Wenn der Wind auf Sanduhr mal wieder heftig vorbeibläst, dann hat er da jetzt auf jeden Fall Schutz vor. Nicht zu vergessen, der Schmutz im Gesicht. Boris sieht tatsächlich jetzt um einiges besser aus als vorher, wobei das hier ja alles wieder Konzeptbilder sind und im Spiel sieht das Ganze, je nach Grafikqualität bzw. Texturdetails, dann sowieso nochmal ganz anders aus. Trotzdem, auf jeden Fall hier mal ein Lob an Dice, das sieht wirklich gut aus. Angel ist jetzt ebenfalls knallhart, ist wohl bei Schwarzenegger und Rambo in die Lehre gegangen und er dachte sich, mit einem Bart sieht er vielleicht auch nochmal ein bisschen männlicher aus, deswegen hat er sich den jetzt auch wachsen lassen. You're looking good, Dutch. It's been a long time, General. Was sind denn eure Gedanken zum Aussehen der neuen Spezialisten? Bevor jetzt wieder einer schreit, können die ihre Ressourcen nicht sinnvoller nutzen? Auch DICE hat verschiedenste Abteilungen mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen. Ein Leveldesigner, der uns neue Maps serviert, werkelt nicht zwangsläufig an den Gesichtern unserer heißgeliebten Spezialisten rum. Das dürft ihr nicht vergessen. Angeblich sollen ja auch noch neue Sprüche am Ende der Runde für die Spezialisten kommen. Wann diese kommen und ob diese kommen, ist bisher von offizieller Seite nichts bekannt. Aim Assist Fix soll für Konsolen kommen und hoffentlich auch für PC-Spieler, sofern sie denn mit Controller spielen, was scheinbar durchaus vorkommt. Und da hoffe ich natürlich, dass sie das Problem endlich lösen können. Die 30mm Kanone der Stealth Helikopter soll abgeschwächt werden und die BSVM
auf kürzere und mittlere Distanzen soll ebenfalls abgeschwächt werden. Applaus an der Stelle für DICE, dass sie es endlich geschafft haben, nach so vielen Wochen, die wir jetzt in Season 1 schon verbracht haben, die BSVM und die Helis endlich mal ein bisschen abzuschwächen. Besser spät als nie. Eine Seite für die Spielerstats soll es dann auch endlich geben und diese kommt hoffentlich dann auch direkt ins Spiel, nicht dass wir dann wieder eine extra Internetseite dafür aufrufen müssen. Und da werden dann wahrscheinlich auch so Stats drin stehen wie, welche Spezialisten haben wir am meisten gespielt, welche Fahrzeuge, wie ist die KD, was haben wir für Waffenstats und so weiter, was ist der weiteste Headshot, den ein Spieler bisher jemals gemacht hat und so. Also so wie es auch in Battlefield 5 schon war, ich weiß gar nicht, ob es das da von Anfang an gab, ich glaube schon. Aber ja, das wurde halt jetzt auch wieder alles nachgeliefert. Ich liege direkt hinter einem Anti-Air-Panzer. Ihr könnt den mit mir in die Luft jagen. Einer mit C5. Einfach C5 beim Spawnen draufwerfen. Fertig. Dann versuchen wir das. Ja. Und den Typen, der ausgestiegen ist, holen wir auch noch. Also, wir sehen, DICE ist dabei, das Spiel gesund zu patchen. Genau wie eingangs während der Beta-Phase bereits in einem Video von mir angesprochen. Derselbe Weg, den sie bereits mit Battlefield 5 gegangen sind. Werden sie es denn wenigstens beim nächsten Teil endlich mal von Anfang an schaffen zu liefern? Das ist die große Frage. Schreibt mir eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns zum nächsten Stream oder Video. Bis dahin Leute, macht's gut und haut rein. Ciao, ciao.